So, wir sind immer noch auf der Flucht mit der Iris. Let's Play Tomb Raider 5, Freunde. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Ich grüße jeden einzelnen von euch, der mal wieder dabei sein will, dabei sein tut. Und ja, was alles eben dazugehört. Wir wollen unseren Spaß haben und sind in einem Fahrstuhlschacht gelandet. Und ja, dieser Fahrstuhlschacht, der sieht doch leicht böse aus. Und ich weiß nicht, ob das, was ich mir jetzt denke, geht. Ich probiere es einfach. Und wenn wir einmal kurz Let's Fail machen, dann ist es einfach so. Ich habe keinen Plan, Freunde. Weil auch die Kameraperspektive so verdammt erotisch ist. So. Nein, das geht also nicht. So, da ist die Frage, wie geht das am besten? Und die Frage, die sollte demnächst auch beantwortet sein, also am besten heute. Ja. Escape with the Iris und Deutsch übersetzt verpissen mit der Iris, würde ich jetzt mal behaupten. Nein, eigentlich Flucht mit der Iris, Freunde. Und schön, dass ihr dabei seid. Das muss ich eigentlich immer wieder erwähnen. Denn jeder einzelne von euch ist ein wichtiger Zuschauer. Was mir natürlich auch immer wieder den Mut macht, sag ich jetzt mal, weiter zu spielen. Und ja, so, ich hab eine Vermutung, wie das weitergeht. Ja, so ungefähr so. Okay. Gut, wir mussten uns in der Luft einmal ein bisschen drehen, was glaube ich nicht wirklich schlimm ist, aber auch irgendwie nicht besonders einfach. Und wir sehen hier so ein Ketto-Mobil und da vorne ist ein Secret. Aha, okay. Das heißt, Lara klettert gern auf Ketten. So, um das jetzt aber so richtig unmissverständlich verstehen zu dürfen. Und da will sie nicht mehr hoch. Das ist schlecht. Doch, da will sie hoch. Gut, immerhin will sie irgendwas überhaupt und das ist immer ein Zeichen von super oder auch nicht super. Und da sind auch diverse Lampen und hast du nicht gesehen. Aber wofür das alles Einzelne ist, das kann ich jetzt und will ich jetzt hier an dieser Stelle gar nicht wissen. Doch will ich schon, aber kann ich einfach nicht. Woher dann auch, ne? Woher soll man das denn auch alles wissen? So, ich glaube, dass diese Rutschbahn hier relativ wichtig wird in irgendeiner Form. Fragt sich nur, in welcher Form. So, wir lassen uns mal fallen fröhlich. Und auch das war scheiße. Oh, gute Frage, nächste Frage. Wie soll das in diesem Spiel weitergehen? Wie erklimmt man den Fahrstuhlschacht? Was kann sie, wo kann sie sich ranhangeln? Wo kann sie dran kleben? Was ist... Also das konnte sie ja, wo wir die Iris geholt haben, da konnte sie ja wunderbar auch an den Wänden kleben bleiben. Wäre natürlich jetzt... ernsthaftig von Vorteil, wenn sie das hier irgendwie auch könnte. Ja. Ja, ich habe da schon so ein paar, sag ich mal, Ideen, aber die Frage ist, ob die gehen. Da hältst du dich also nicht fest. Boah, ist das tief. Boah, ist das tief. Naja, es sollen ja 13 Stockwerke sein, aber so kommt mir das dann doch nicht vor. Ich meine, wer von euch hat schon mal einen echten Fahrstuhlschacht gesehen? Garantiert nicht jeder. Bei uns im Haus ist einer und ich wohne im 10. Stock und das sieht definitiv höher aus als das hier. So, gute Frage. Nächste Frage, was ist hier unser Ziel? Ich glaube, diese Kette ist unser Ziel und die besteigen wir jetzt einfach mal, weil das ist die einzige Möglichkeit, die ich gerade ernsthaft sehe. Und wollen wir mal gucken, wo wir da landen, Freunde. Ja, ich weiß es auch noch nicht. Dreh mich mal. Ich weiß nicht, kann sie gegen diese Dinger da springen oder nicht? Und hast du nicht gesehen? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen uns jetzt hier einfach erstmal so nach dem Motto, getreu nach dem Motto, wir schauen uns jetzt hier erstmal um. Vielleicht müssen wir auch bei dem Secret lang, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Vielleicht müssen wir auch einfach nur da, wo es blinkt, rein oder noch höher oder habt ihr nicht gesehen? Wir werden das ja alles aufklären, hoffe ich. So. Um das zu probieren, könnte man zum Beispiel Lara den Rückwärtssprung versuchen, aber der hat nicht geklappt. Der müsste es vorwärts versuchen. Ja. Ja, gute Frage, nächste Frage. Wir wollen natürlich jetzt hier irgendwie weiterkommen an dieser Stelle. Und da bringt uns das nichts, irgendwie zu verzweifeln. Okay, ist es denn zwingend erforderlich, überhaupt die Kette zu benutzen? Stellt sich doch die nächste Frage. Anscheinend wohl nicht. Oder wir kommen von da. Wir kommen von da. Ne, jetzt lade ich. Komm, bevor wir jetzt gleich wieder da diesen
Da kamen wir her. Das ist der Punkt. Genau. Mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler. So, egal. Jeder macht mal Fehler. Wir sind Menschen und Irren ist menschlich. Wer sich nicht irrt, der ist eben ein Perfektionist. So, wir gucken mal, ob wir das irgendwie geritzt kriegen. Ich glaube, das wird nicht gerade einfach sein. Denn jetzt kommen hier neue Steuerelemente zum Vorschein, die ich nicht kenne. Warte. So. Natürlich, da machst du schön einen Rückwärtssprung. Da machst du schön einen Rückwärtssprung, den wir nicht wollten. Ja, das war klar, dass sie den Rückwärtssprung macht. Ich weiß aber auch gar nicht, was wir hier machen sollen. Das ist so die Frage. Dreh dich mal. Ja, jetzt drehst du dich so. Das gibt's echt nicht. So, ich weiß wirklich nicht, was wir hier machen sollen an dieser Stelle. Also, entweder wird dieses Video jetzt echt Let's Fail oder... Pff, keine Ahnung, ey. Warum klettern wir hier fröhlich auf eine Kette? Egal, wir klettern jetzt erstmal ganz nach oben. Vielleicht ist das ja richtig. Man weiß es ja immer nicht, ne? Aha. Da ist ein Fahrstuhl. Also so ein Fahrstuhlkorb. Seht ihr den? Ja, dreh dich, Lara. So. Das scheint zu halten. Okay, auf dem Fahrstuhlkorb müssen wir dann irgendwie anders drauf. Das müssen wir uns jetzt erstmal angucken. Ich dachte ja ernsthaft, man müsste da irgendwie nach unten oder so. Da ist so eine Stange. Ich glaube, da kann sie sich ranhangeln. Wir probieren es einfach, ey. So. Jetzt sind wir hier drin. Und sehen den Fahrstuhlkorb, auf dem wir sicherlich drauf müssen. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen, aber irgendwie denke ich, dass das könnte so gehen. Versuchen wir das mal. Das war auf jeden Fall schon mal Fail. Das war auch schon mal Fail. Das war auf jeden Fall Fail. So. Also stellen wir uns mal die Frage, wie kommt man auf einen Fahrstuhlkorb, der mitten in einem Schacht hängt? Gucken wir mal, dass wir da raufkommen. Ja! Wir sind auf einem Fahrstuhlkorb. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man auf so einem Fahrstuhlkorb? Der Schacht ist ja schief. Was ist das denn? Naja, gut. Man kann eben nicht alles haben im Leben und, das sieht so aus, als könnte man da was mit machen oder so. Ich weiß es einfach nicht. Kann man damit was machen? Nö. So, wir sind auf Fahrstuhlkorb Nummer 2. Und auch hier stellt sich die Frage, warum nicht hier Munition? Naja gut, wollen wir gar nicht die Frage stellen. Munition können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und, ja. Hier sind so viele offene Fragen in diesem Fahrstuhlschacht, die ich jetzt gerade an dieser Stelle auch echt nicht beantworten kann, aber beantworten möchte. Und wir werden das sicherlich herausfinden. So, wir hängen uns einfach mal an diesen Fahrstuhlkorb nochmal ran. Vielleicht können wir ihn ja außen beklettern. Einfach irgendwelche Dinge herausfinden. Man weiß es ja einfach nicht. So. Ja, da klettert sie nicht weiter. Das ist schon mal gut. Oder schlecht. Kann man sehen, wie man will. Auf jeden Fall wissen wir, dass das so nicht geht. Und das ist ein gutes Zeichen. Ich bin ja der Meinung, man könnte vielleicht irgendwie in diese Fahrstuhlkörbe rein. Na, das kennt man so aus solchen amerikanischen Filmen, ne? Aha. Aha. In amerikanischen Filmen klettern nämlich die Leute auch immer in so eine Fahrstuhlkörbe. So. Wir sind in einem Fahrstuhl drin, der sich nicht bewegt. Sehr schlecht. Sehr schlecht an dieser Stelle. Und wir drücken einfach. Mal gucken, was passiert. Ja, der Fahrstuhl bewegt sich nicht. Oder hat er sich bewegt? Doch, der hat sich bewegt. Okay. Ach du Scheiße. Haben wir das Tuch schon mit Chloroform getränkt? Ja, haben wir. Haben wir. Gehen wir zu dem Typ hin. Nein! Wir sind entdeckt worden.
Warum sind wir so schnell entdeckt worden? Ich habe doch gar nichts gemacht. So, sind wir Achso, wir müssen noch fahren. Okay. Der Fahrstuhl fährt. Brrr, man hört es nicht. Darum mache ich das Geräusch. Brrr, bing. Damen, Untergeschoss. Möchten Sie Unterwäsche? Drücken Sie die 3. So. Du darfst mich jetzt nicht entdecken. So. Wow, die Entdecker. So. Noch näher ran. Hallo. Das ist doch Kacke. Das ist doch Beschiss. Wie soll ich denn an den Mannequin rangehen? Oder soll ich überhaupt an den Mannequin rangehen? Ich probiere es mal ohne. So, ich habe mich da angeschlichen. Ich habe versucht, das Chloroformtuch zu benutzen. Und hatte dementsprechend extremste Schwierigkeiten damit. Was ich jetzt nicht wirklich gut finde. Ich glaube aber immer noch, dass dieses Chloroformtuch für ihn ist. So. Ich glaube, es ist wirklich für ihn bestimmt. Aber sie sagt immer no. Aha. Hallo? Chloroform. So. Hallo, Tuch. Ist das nicht für dich? Aha. Okay. Na, dann eben nicht. Dann eben nicht. Und schon sind wir wieder in dem Fahrstuhl drin und mein Auge juckt. Ja, das ist immer total geil. So, wir dürfen wieder Fahrstuhl fahren. Anscheinend. Ich bin mir nicht sicher. Drücken wir den Liftknopf und wir fahren hoch. Ja, geil. Die haben ja alle Waffen. Und ich habe gar nichts. Aha. Okay. Die haben alle Waffen und ich habe gar nichts. Das ist ja ein bisschen sehr ungerecht, würde ich behaupten. Ja gut. Tun wir mal so, als wenn das für uns okay wäre. Ich habe nämlich so einen Verdacht. Ja, okay. Puh, was macht man denn da? Was macht man denn da in dem Moment? Na gut, fahren wir mit dem Lifter. Ja. Sehr schlecht. Ich sehe da auch keine Möglichkeit, ich bin ehrlich. Was mache ich jetzt schon wieder falsch? Was mache ich da jetzt schon wieder falsch? Das würde ich ja zu gerne mal wissen. So, fahren wir nochmal mit dem Lift. So. So. Bloß das Medipack nehmen. Hallo. Medipack. Hä? Ich rall das nicht. Gut, sehen wir uns im nächsten Part wieder, was man da machen muss. Ich guck mir das an, weil irgendwie wahrscheinlich habe ich Waffen vergessen oder sonst was. Wir sehen uns wieder. Ich sag Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Ciao.